So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem letzten Ligaspiel. Es geht um den ersten Titel dieser Saison. Und zwar den Meistertitel. Schaffen wir unseren vierten Meistertitel oder schaffen wir es nicht? Das ist die große Frage. RB Leipzig, Heimspiel. Mit einem Sieg haben wir unsere große Chance. Mit einem Unentschieden ist das Thema durch. Ja. Mit dem Sieg hätten wir 81 Punkte. Lass die Bayern auf Unentschieden spielen, dann hätten wir den Titel. Wenn die Bayern ihr Spiel gewinnen, dann ist das Thema gegessen. Ich weiß gar nicht, wo die spielen. Ich glaube, ich bin nicht in Mainz oder so. Ja, ich bin in Mainz. Die Bayern. Gucken wir kurz mal auf die Tabelle. Klar, Kiel ist abgestiegen. Freiburg leider knapp verpasst. Auch abgestiegen. Düsseldorf ist in der Relegation. Also da unten ist soweit alles klar. Nur oben nicht. Wie gesagt, RB ist Dritter. Wir wären Erster oder Zweiter. Dortmund könnte noch auf 5 abrutschen. Hoffenheim könnte noch rausrutschen. Also ist noch alles, da ist noch ein bisschen was drin. Also, ja, gucken wir mal. Gehen wir in die Partie. Auch gar nicht über jetzt gerade irgendwie zu sparen. Wir werden heute gucken, was wir machen. So, die Tabelle nicht. Sorry, da muss ich leider ablehnen. Deswegen wird wahrscheinlich nur Kukuwert zurück gehen zum BVB. Es sei denn, ich krieg noch mal irgendwie eine Möglichkeit, den zu holen. So, ich muss leider ablehnen, weil ich habe die finanziellen Mittel leider nicht dafür. Dann kriegen wir vielleicht in der frühestens in der neuen Saison. Mal gucken, was dann möglich ist. Egal, erstmal gehen wir rein ins Match. Wie gesagt, letzte Ligaspiel. Dann haben wir DFB-Pokalfinale noch gegen RB. Und dann das Champions League-Finale gegen Paris. Das sind die letzten Spiele. So. In der Bundesliga wird nochmal der eine oder andere jetzt ran dürfen. Vanisek spielt sein letztes. Darf sein letztes Ligaspiel nochmal ran. Letztes Bundesligaspiel spielt auch Moukoko noch und Albiol wird wahrscheinlich eingewechselt. Das ist mir zu heiß sonst einfach. So, Vanisek. Ich lasse Vanisek mal raus. Eklow vielleicht für Schelderup mal rein. Ja, das ist eine Variante. So, wir werden natürlich das Spiel so die Kader aufstellen wie das Champions League Spiel gegen. Das Champions League Halbfinale Rückspiel gegen die Bayern. Genau so haben wir nämlich das Ding am Ende noch gerockt. Mit dieser Aufstellung. Auf geht's. Was für ein Spiel! Sie können Meister werden, wenn die Konkurrenz mitspielt. Das wird spannend. Wir sind live dabei. Es regnet, liebe Zuschauer, kein tolles Fußballwetter, aber wir begrüßen Sie dennoch sehr herzlich zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind zu Gast bei einem Spiel am letzten Spieltag der Bundesliga. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es noch mal ein Klassenspiel. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Schauen wir uns kurz Ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. So, na gut. Ja, Aufgabe ganz klar. Bevor wir überhaupt auf andere gucken, müssen wir erstmal auf uns gucken. Wir müssen das Spiel, egal Damit wie, die Aufstellung gewinnen. von RB Leipzig. Und dann hoffen, dass die Mainzer Wir den sehen Bayern bei zumindest Ihnen wieder heute schlagen.
oder einen Punkt abnehmen. Offensiv ausgerichtet. Und entsprechend was anderes braucht gar nicht erst in die Schüsse zu kommen. Das ist die große Aufgabe. Die Situation. Gewinnen wir heute nicht, sind wir raus aus der Nummer. Gewinnen wir heute, müssen wir nach Mainz schauen. Was anderes brauche ich nicht. Brauche ich nicht zu machen. Also, wie gesagt, unser Lieblingsgegner RB schlagen. Im Idealfall jetzt zweimal, weil in der nächsten Folge geht es im DFB-Pokalfinale nochmal gegen die Jungs. Und, das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Und dann die Krönung gegen Paris. Auf geht's! Leipzig über außen. War der nicht weg schon? Mount. Das ist Mount. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ist Mount, ja, der mal in Leverkusen gespielt hat. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser so, Szene also, machen. Auf jeden Fall mal schauen, wie es heute wird. Schönes Pressing jetzt. Gebt Vorteil aus diesem Fall. Leppalle. Leppalle. Ja, er ist da, kann den Ball hier klären. Er zieht vorbei. Aubameyang. Flanke von Aubameyang. Oh, misslungene Befreiung hier. Wie? Stand Gefahr jetzt? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte ihn schon wieder durchgekriegt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Heute hoffen die Gastgeber auch auf die Hilfe der anderen Mannschaften, denn das große Ziel ist der Sprung an die Tabellenspitze. Genau da wollen sie am Saisonende stehen. Das macht das Ganze heute zu einem wichtigen Spiel. Sterner. Sterner. Da geht Alaba stark dazwischen. Fischer kommt nicht vorbei. Da kann er sich den Ball holen. An Malasia. Das frühe Pressing jetzt. Tyrell Malasia. Ich glaube, Hinspiel haben wir nämlich gewonnen. Gegen RB haben wir im Spiel noch gedreht. Christopher Nkunku. Das war so der schrabenschwarze Tag von RMB, der, glaube ich, nach 10 Minuten zwei dicke Dinger verursacht oder drei Dinge sogar verursacht hat. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Ich glaube, 2 oder 12 Meter oder was auch immer. So war das. Und dann ausgewechselt wurde. Und danach lief das ganze Ding. Also hoffen wir noch mal ein bisschen mit. Könnte die Führung werden. 1-0 auf jeden Fall erstmal für Schelderup. So, eigene Aufgabe stand jetzt gelöst. Wenn sie es ihm so leicht machen, dann fällt das Tor. Sehen wir hier nochmal sehr schön. Alles frei, keine Mühe. Fünftes Saisontor für den ZOM. Der heute soll ja eigentlich weg war. Der war ja schon die Ausstiegsklausel gezogen. Ich habe jetzt einen Vertrag von. Oh, ich habe ihn jetzt ohne Ausstiegsklausel verpflichtet. Im Spiel von Bayer Leverkusen gibt es einen Treffer. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind hier 26. Malasia, super. Und damit zurück zu diesem Spiel hier. Dann Malasia. Jetzt ist es aber mal irgendwann gut. Jetzt haben wir ihn. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Richtig. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Klar, die Leipziger machen Druck. Sie können den Pass unterbinden. So, Abflug da jetzt. Über Leppel. Da kommt der Pass. Oh, es gibt Abschluss. Oder? Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Ja, ist okay, ist okay. Buschi, halt die Klappe. Bei Schalke wurde ein Tor erzielt. Kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Schalke. Der neue Spielstand damit 1-1. Da hat er die Chance. So hat das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Ja, die Schalke gibt es auch nichts mehr, die sind ja sicher drin in der Klasse. Die spielen erstmal raus. Wie gesagt. Lehmer.
Malasia. Ja, sehr viel macht. Ins Parallelspiel mussten wir leider unterbrechen. Ich hätte gerne ein Tor für Mainz oder am besten im Ideal gar nichts. 1:1. Jetzt der Schuss. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Malasia, Kolaschi. Ist auch schon. So, dann ist Pause. In diesem Spiel, liebe Zuschauer. Das ist aber auch schon 34-35, das ist eine Gulaschi. Würden Sie dennoch nicht holen. Ah, das ist frustrierend. Sie geben alles, versuchen alles ab. Ja, aber die Bayern wahrscheinlich in Mainz führen. Oder? Ja. Okay. Unsere eigene Aufgabe müssen wir lösen. Das ist halt wieder zurück in dieser Partie. Wir machen weiter mit dem zweiten Durchgang. Wir gehen rüber ins Studio. Im Spiel von Leverkusen gibt es einen Treffer. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 47 Minuten. Mokoko. Den ich ja so gerne behalten will. Mehr oder weniger. Mokoko. Nein. Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen. Ja, ja, das hätte das 2:0 sein müssen. Dann können Sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Jetzt hat Leipzig den Ball. Da entscheidet er auch faul. Es gibt Freistoß. Gut den Ball geholt. Jetzt können Sie angreifen. Es wird nichts geben. Es wird höchstens weitergeben. Jetzt muss er aber ausgeben, oder? Also, sorry, aber bei manchen Situationen hast du aber noch danach noch den Freischuss gegeben, Schiri. Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Wir haben also hier das erste Tor für Dortmund. Torschütze war Luis Alberto. Ja, toller Abschluss. Das war einfach wirklich. Und das ist das 1:1 für Leipzig. Und da die Bayern führen, ist es herzlich egal. Cabral, auf jeden Fall. An. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Das kann die Führung werden. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal aus. Toll gehalten in dieser Szene. Das wäre die Führung gewesen. So, Aubameyang. Ja, das sieht gut aus. Könnte die Führung werden. Ah! Ich glaube, damit Milenkovic ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Lange ist nicht mehr. Und wenn sie Meister werden wollen, dann sind sie auf die Mithilfe der anderen angewiesen. Das ist immer bitter, wenn du es nicht in der eigenen Hand hast. So ist es nun mal. Wenn sie... Koko hat sich erstmal die Hand sicher. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München. Ja, der Torschütze ist Alexander Isak. Ball wird noch abgefälscht und ja, dann kommt der Torwart natürlich nicht mehr ran. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 70 Minuten. Vielen Dank. Nein, letztendlich ist es wurscht, weil ja, es sind halt Niederlagen dabei. Gegen Bochum zum Beispiel, diese unnötige Niederlage. Sie verlieren hier den Ball. Leipzig überhaupt. Ich komme überhaupt nicht in diese Partie rein, gerade so ein bisschen. Flanke jetzt auf den Kunku. Können Sie jetzt klären? Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. RB Leipzig mit dem Wechsel. Ich meine, den Titel haben wir ja. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Chance zur Führung. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Kommt irgendwann noch was dazwischen und dann habe ich schon wieder diesen... Ist was passiert, ein Tor ist gefallen. Alle Infos gibt es jetzt im Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund. Es könnte das Führungstor sein. Eine sichere Parade. Wechsel bei RB Leipzig. Der Ball kommt rein. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Schilderung. Bringt den Ball jetzt in die Mitte.
Und das ist natürlich Olmo, jetzt der Ball natürlich mit einer guten Grätsche. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt der Steilpass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Oh, der Ballgewinn. Dani Olmo. Pfeif doch ab, ey. Schön vorbeigekommen. Da ist die Flanke. Damit Schlusspfiff. Das war's. Sie haben es also an diesem letzten Spieltag nicht geschafft. Was so mancher befürchtet hatte, es ist eingetroffen. Sie sind am großen Ziel gescheitert. Der Titeltraum ist geplatzt. Ist das bitter, Wolf. Sie hätten es verdient gehabt, aber so ist es. Wir sehen die Enttäuschung. Das hatten Sie sich ganz anders vorgestellt. Was soll man den Spielern jetzt sagen? Komm. Ja, wir sind gescheitert. Ich brauche jetzt keine Interviews. Es ist zum Kotzen. Ja, gut, die Bayern haben 2-0 gewonnen. Das ist eben wurscht am Ende. Wir haben die Partien, das ohne 0-1 gegen Bochum. Zum Beispiel. Ach ja, zeig mir doch am Ende noch, was ich nicht will. Ich weiß, dass ich gegen Bremen gewonnen habe. Ich meine, wie gesagt, selbst wenn wir Bochum gewonnen hätten, wir 82 Punkte gehabt. Also da sind Ergebnisse dabei, ja, und dann halt auch Düsseldorf zum Beispiel, das Heimspiel, dieses Dings, das sind eigentlich 6 eingeplante Punkte, und dann wären wir Meister geworden. Aber so ist es halt. 7 Unentschieden sind einfach zu much. Wir haben es nicht geschafft, die Bayern sind Meister, Glückwunsch auch München. Wir haben es versucht, wir haben es im Direktduell gerissen, aber halt dann am Ende fehlen halt 4 Zähler. Sie waren lange weit weg, sie haben verdient, sind Verdienmeister, sie waren über weite Strecken der Saison waren sie Erster. Ja, so ist es halt am Ende. So ist es halt am Ende. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht verlieren oder unentschieden spielen, wir unser Spiel gewinnen. Wir haben es auch nicht gemacht, deswegen wäre es am Ende wurscht. Es ärgert mich trotzdem gerade so ein bisschen. Aber es ist halt einfach so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's wieder noch gegen RB und diesmal im DFB-Pokalfinale. Da wollen wir den zweiten Titel und dann steht ja noch das allergrößte Highlight in der Champions League an. Bis dahin. Tschüss.